Wir sind mitten in der nächsten Prüfung drin. Jetzt kämpfen wir tatsächlich gegen Akub. Seems strange, aber so ist es nun mal. Ja, für Hariyama nicht gerade der beste Job. Deswegen wechseln wir mal das Pokémon aus. Und zwar nicht auf Drift-Zeppeli, weil Drift-Zeppeli ist ja auch keine gute Wahl. Generell, wir haben kein Pokémon, das gegen Elektro wirklich effektiv ist. Das ist eine Schande. Weil es sollte eigentlich nicht so sein. Ich wusste natürlich, dass das packst. Ja, okay, wieder zugegangen. Okay, 50%. Oh, das ist schwer. Oh. Schwer zuzuordnen. Oh, tatsächlich, das habe ich jetzt nicht gedacht, obwohl ich das Pokémon selbst besitze. Dann kämpfen wir eben nochmal gegen genau dasselbe. Na, ich bin müde. Merkt ihr es mir an, dass ich müde bin? Sicher, ihr tut es. Er tut es aus Prinzip. Ich muss jetzt leider so agieren. Ich sehe da keine andere Möglichkeit. So, bring it on. Nochmal. Aber gut, das ist ja wieder mit einem Spoiler, denn es ist das Herrscher-Pokémon. Donarion. Ist ja, glaube ich, die finale Entwicklung von Akub. Herzlich willkommen. Lass mich gerade, du kannst Akub als Unterstützung rufen. Ja, vielleicht nicht der allerbeste Job für Hariyama, weshalb ich da gleich mal hier austausche. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht bereue. Na Gott, das ist schon mal nicht gut. Und natürlich kriegst du deinen Mitstreiter. Ja, gut, bei Donarion wissen wir es noch nicht. Naja, das hat immerhin ordentlich Schaden gemacht. Aber wir haben halt noch keine Top-Genesung, was ich wirklich verabscheue. Also die Tatsache, wir haben Top-Trank. Das ist halt mal wieder so ein Dreck, ein Mist. Gut, ich würde sagen, jetzt erledigen wir es.
Sehr gut. Und das ist ein verdientes Level 37. Und für Hariyama geht's auf die 35. Und Castella erreicht die 37 und erlernt Gifthieb, was ich sehr gut finde. Aber endlich den Gifttypen. Das ist wiederum gut gegen Käfer. Und ja, jetzt erledigen wir jetzt halt noch geschwind dieses Akkup. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Prüfung. Und damit wird das Licht wieder angeschaltet. Chris, Marlon, hast du als Chip mal wieder eine richtig gute Figur abgegeben. Luigi hat von deiner Hilfe sichtlich profitieren können. Dein Experiment war auch ein Erfolg. So wie es aussieht, verbraucht dein Herschomat Modell 2.0 noch zu viel Strom. Es gibt also durchaus noch Raum für Verbesserungen. Vielleicht kriegst du das Akkup dazu, die nötige Energie beizusteuern. Hier, Lugia, für deinen Sieg bekommst du natürlich diesen Kristall, weil das gehört halt nun mal dazu. Das ist der obligatorische Pot-Price. Sehr schön. As expected, schau genau hin. Im Dunkeln habe ich mich irgendwie wohler gefühlt. Wenn du mir jetzt so direkt ins Gesicht schaust, werde ich ganz nervös. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wo ist der Stromausfall, wenn man ihn mal braucht? Also, danke und herzlichen Glückwunsch, dass die Prüfung bestanden. Ich gratuliere dir zur bestandenen Prüfung und auch dir vielen Dank, Captain Chris. Mein Herz rast immer noch wie verrückt. Du bist zwar mein Cousin, aber dich zum Captain zu machen, war eine gute Wahl, Chris. Normalerweise werden die Captains ja vom Inselkönig ernannt. Aber hier auf Ola-Ola laufen die Dinge nun mal ein wenig anders. Genau, ich wurde von Marlon zum Captain ernannt, nicht vom Inselkönig. Aber das ist wirklich drauf, Luigi. Chris scheint viel von dir zu halten. Gut, dann habe ich hier auch noch was für dich. Metallium Z. Und was ist noch die Bitte? Der gute Kukui hat hier nämlich noch etwas liegen lassen. Maske des Profs. Ja, gut. Dann ist es nur noch dieser Mysterio Man. Kukui wollte zum Mali Ziergarten zurück. Entschuldigung für die Umstände, aber könntest du die Maske bitte bei ihm abliefern? Bei unserer nächsten Begegnung müssen wir unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Das werden wir sicherlich tun. Ja, ich habe mir übrigens noch vorgenommen, heute noch drei weitere Parts aufzunehmen danach. Aber weil es von der Zeit her noch gut passt, wurden wir mittlerweile geheilt. Gut, dann wäre es sowieso so ein Pokémon Center gewesen. Ich Depp. War mal wieder zu blöd, das zu sehen in lauter Euphorie. Oder vor lauter Euphorie vor allen Dingen. Dann heile mal. Bitte beehre uns bald wieder. Ja. Oh, was hast du hier zu sagen? Ach, nur eine Patrouille. Eine Badulle. Ich weiß nicht, waren wir da hinten eigentlich schon? Ja. Nicht stoppen. Muss mal überprüfen. Ja, Festival Plaza ist auch verfügbar. Da gehen wir eventuell mal hin, wenn ich Zeit und Bock darauf habe. Oder eher gesagt Lust und Laune.
Ja, bring uns mal wieder runter. Mach mich hoch, ey. So, wie sieht es eigentlich jetzt hier auf der Karte aus? Ja, wir sollen jetzt wieder hier zu Malie City. Da wartet ja der gute Prof auf uns. Ich überlege mir, ob ich davor den Part nicht eventuell beende. Weil es könnte wieder ein unfassbar langer Dialog werden, der da auf uns wartet. Ja. Bloß nicht stoppen, sondern rocken. Ja, genau, ich bin mir sicher, dass wir da jetzt gleich zugequatscht werden, weshalb ich glaube, dass es angebracht ist, den Part tatsächlich jetzt schon zu beenden. Ich weiß, es war ein recht kurzer Part, aber wie gesagt, wir werden zugelabert werden, das kann ich euch jetzt schon versichern und daher ist das eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Bis zum nächsten Mal, ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.